Todesadern erinnert schmerzlich daran, wie schön die Barunkai einst war. Doch vieles, was einst als romantisch galt, wirkt nun, als hätte es schon immer gewarnt. Warung liegt auf einer gigantischen Steinplatte, verborgen von jener fruchtbaren Erdschicht, die schon die Alhani anzog. Doch wo der Radraum sich 4 Schritt tief hineingeschnitten hat, kann man den massiven Fels sehen. Auffällig sind die sogenannten Klüfte, bizarre Kalksteinformationen, die sich aus dem Land erheben. Früher Orte, an denen sich Goblins, Räuber oder Oger verbargen, sind sie heute seltsam unversehrte Naturbilder im toten Land. Muss nur ich an gigantische Nägel denken, die ein Gott in den Boden trieb, um eine gewaltige Platte zu befestigen, über etwas, das niemals ans Tageslicht geraten darf. So betretet ihr die Sippenstollen, die Boltax hier vorfindet. Und es erinnert euch ein bisschen an die anderen Stollen, die ihr am Eingang des Berges vorgefunden habt, nur dass sie wesentlich kleiner sind. Dieses Mal zwergengroß. Hier soll sicherlich kein Troll mehr gastieren. Und auch die Wände sind etwas tiefer. Und man kann schon einen Unterschied spüren. Oh. Nun, ist das nicht heimelig? Noch mehr als schon die ersten Hallen. Ah, geht nur zur rechten und zur linken. Familienstollen. Ah. Ich würde es eher ein wenig als beklemmender bezeichnen. Ich sehe nicht den Unterschied. Stein ist Stein. Nur alles ein wenig kleiner jetzt auf einmal. Ich mag es nicht. Naja, wir müssen ja nicht hier bleiben. Wir sollten nicht hier bleiben. Boltax, wo lang jetzt? Wollt ihr nicht einmal rasten? Ich weiß nicht. Persönlich kann ich hier noch eine ganze Weile in diesen wunderbaren Hallen, in dieser wunderbaren Umgebung Lust wandeln, aber ich glaube, es wäre vielleicht für uns alle besser, wenn wir ein oder 2 Stündchen Ruhe bekommen. Ich fange meine Schöpfungspastillen auszuteilen. Wir gehen. Ist das egal? Wie spät ist das jetzt aktuell? Haben wir. Ich schaue mal auf mein Chronometer. 20. Stunde. Die Zahlstunde. Wir gehen nirgendwo hin, wir gehen jetzt schlafen. Carino, wir haben genug Zeit verplempert. Es ist Nacht. Wir müssen auch einmal rasten. Auch die Pferde müssen rasten. Es bringt nichts, wenn wir da ankommen und halbtot zusammenbrechen. Können wir uns gleich dem Feind anschließen? Ich stimme Kiaras zu. Ich weiß, was sich hier noch rumtreibt in den Stollen. Goldhand, wir werden sicherlich noch 3 Tage hier drin sein. Nun, je weiter wir gehen, desto weniger müssen wir hier drin hocken. Isarun sagt doch auch was. Ich denke schon, dass wir noch 1 oder 2 Stündchen weitergehen könnten. Allerdings scheint es gerade hier relativ sicher zu sein. Wir könnten tatsächlich hier eine Rast machen und morgen umso früher losgehen. Fein, meinetwegen. Ah, das klingt doch gut, das klingt doch gut. Vielleicht finden wir sogar noch etwas Elfenmilch. Mal schauen. Ja, ich würde gerne mal eine Sinnesschärfeprobe machen, um zu gucken, ob ich irgendwas Interessantes sehe. Natürlich primär Felsenmilch, aber auch alles andere, was mich interessieren könnte. Ja, musst du gar nicht würfeln. Wenn ihr in die Wohnhöhlen hineingeht, die wie gesagt wesentlich kleiner aussehen, aber anders geschnitten sind, wirst du dort auch in einer der Wohnhöhlen Felsenmilch finden, die hier dann wohl auch aus den Wänden tropft und in Auffangbecken dann in so kleine Brunnen dann reinläuft, wo man sich dann bedienen könnte. Dann würde ich mich erstmal daran laben und dann die anderen hinzuholen. Ah, kommt. Ich habe wunderbare Felsenmilch gefunden. Leim? Danke, ich verzichte. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Es ist stark, sehr nahrhaft und weiß nicht. Wenn ihr das nicht essen wollt, ihr habt sicherlich genug anderen Proviant dabei.
Ja, wieder einmal könnt ihr ihm dann folgen, könnt mit den Pferden wieder in die Wohnhöhlen hineingehen. Die Streitwagen bzw. den Karren müsstet ihr hier allerdings jetzt auch draußen lassen. Die Pferde könntet ihr mit reinnehmen, mit eingezogenem Kopf. Es ist schon, ja, also ihr müsst euch selber nicht bücken, nur dann, wenn ihr durch die Tür einmal hindurch geht. Denn im Inneren, das ist wieder einmal ziemlich hoch. Es liegt wohl aber auch daran, dass hier eine ganze Sippe dann Platz finden muss, sodass man dann hier auch mehrere Zwischengeschosse eingezogen hat und dann über steinerne Treppen oder Leitern nach oben in andere Bereiche vordringen kann, wo es dann von einem zentralen Raum hin in verschiedene Richtungen dann abgeht mit den eigentlichen Schlafsälen, wo dann nicht nur die Sippe, sondern dann eben auch die Familie unterziehen kann. Also die grobe Schätzung von Beutax ist, dass in dieser kleinen Höhle so eine Sippe von ungefähr 50 Männern und Frauen dann unterziehen könnte. Ja, das ist ein Clanstollen von etwa 50. Ja, selbstverständlich Zeichen, Eltern Gorbas kann die ebenso identifizieren, Familiengeschichte, irgendwelche Heroen, die es daran gab, also alles, was die Sippe irgendwie ausgezeichnet hat. Du kannst auch noch einen großen Stammbaum erkennen, der hier dann angezeichnet worden ist und wer von wem der Sohn oder die Tochter ist. Und ja, also die Familie scheint hier tatsächlich ziemlich wichtig zu sein, damit man sich dann eben auch ein Groscho nennen darf. Also wenn das der Grascho von er ist und sie Graschemok. Aha, und dann ist er Grascho und dann ist sie Garuschna. Ja, hier gibt es Zwillingsbrüder, Roga, das ist ja. Ha, schaut euch diesen Stammbaum an. Ah, eine wahrhaft ehrenvolle Familie. Wir sind in einer wirklich schönen Wohnhöhle, nicht wahr? Findet ihr auch? Es ist eine Höhle, nehme ich an. Ja, aber so komfortabel ausgestattet und mit allen Annehmlichkeiten. Schaut hier, Möbel, wie ihr sagt, nicht aus Holz etwa, nein, aus gutem Stein. Ja, er deutet dann auf so eine steinerne Kammer, wo man dann aus Kupfer noch einige Schranktüren gefertigt hat. Ihr könnt euch ein bisschen umsehen. Es gibt wohl sowas wie eine Küche mit großen Abzügen, wo dann die Luft dann verschwindet. Es gibt Bäder, Latrinen, die dann hier an diese Sippenstollen angeschlossen sind. Das ist also wesentlich besser als das, was Jalan aus den, ja, den Plumpsklos oder den Aborten kennt. Das ist also hier schon mit Wassertechnik versehen, so wie man es sonst nur in Winsalt oder so benutzt bei den Horasiern. Das scheint mir etwas fortschrittlicher zu sein. Aber wie alt sagst du, ist das Voltags? Grundausstattung. Ja, ein paar hundert, mehrere hundert Jahre. Sag, gibt es hier auch Pilze oder was zu essen? Was gibt es zu essen? Natürlich gibt es hier auch Mushrooms. Oh, mal gucken. Wir sollten vielleicht ein paar suchen. Könnten wir dann auch anbraten. Oh, eine da einige sehr gute Pilzgerichte. Aber lass diese Milch weg. Gut. Ja, wenn ich bin mir sicher, vielleicht wird die Milch ja besser, wenn man sie kocht. Wenn ihr Beutax folgt, könnt ihr ihm nach grob einer Viertelstunde zu einer großen Höhle folgen. Es scheint sich wohl dabei immer noch um diesen Sippenstollen zu handeln. Wirklich verlassen habt ihr nicht. Ist unglaublich groß. Wie viele Leute hier dann reinpassen, ob die dann zur Sippe oder zur Familie gehören, ihr seid euch nicht ganz sicher, ab wann man dann nicht mehr in dem Stammbaum auftaucht, bis ihr dann an einem großen See schwarze Schilfhalme erkennen könnt, beziehungsweise es sieht so ein bisschen aus wie Getreide, schwarz und schleimig, ungefähr so hoch wie Beutax. Was ist denn das? Ackerbau, Probe. Für Beutax minus 3. Gute taurische Jung hat Ahnung. Ich glaube, ich habe Ackerbau nicht. Kannst auf Filzzucht ableiten. Kannst auf Klugheit ableiten. Na gut, okay. Ist aber keine Erleichterung. Ja, okay. Ja, muss wohl eine Art langstieliger Pilz sein. Du bist jetzt nicht ganz sicher. Ja, so Jalan kann das auf alle Fälle als Pilz dann klassifizieren. Aber Beutax, du weißt nicht, ob das jetzt ein schrumpfiger Wandpilz ist oder ein heller Wandpilz oder ein Laternenpilz. Es wird auf alle Fälle ist es ein Speisepilz, vielleicht ein Bierbovist oder sowas.
Oder ein Brotbovis, das könnte auch sein. Oder ein Koshima Rostbratling. Ah, du bist ja nicht ganz sicher. Es sind so viele Pilze, die du da. Nee. Ja, dann ist es ein Pilz. Ja, das ist ein Pilz. Ja. Und es gibt verschiedene Arten von Pilzen. Es gibt die mit angewachsenen Lamellen, es gibt die ohne angewachsenen Lamellen, es gibt die mit Röhren, es gibt diese Bovisten, so wie wir hier. Kann man sie essen? Ja, das ist auf jeden Fall ein Speisepilz. Dass sie offensichtlich kultiviert wurden, nehme ich die an. Das sind Speisepilze. Mushrooms, ganz klassisch. Boltax? Ja? Ihr sagt doch, ihr seid aus der Pilzzüchtergilde herausgeworfen worden. Ja, das habt ihr ja mitbekommen, wegen der Verhandlung. Macht ihr euch jetzt nicht strafbar, wenn ihr diese Pilze erntet? Nein. Züchte sie ja nicht. Und sind die Ernte mir außerhalb einer besiedelten Stadt? Entsprechend findet der Gildenzwang auch keine Anwendung. Ja, ich weiß nicht, wie es bei Zwergen ist, aber. Nein. Naja, es ist seine Strafe. Ich bin mir sicher, der Herr Prares wird es ihm verzeihen. Erstens einmal, ich züchte ja keine Pilze. Wenn ich aus der Kristallzüchtergilde herausgeflogen wäre und weiterhin Kristalle züchten würde, was ich tue, dann wäre das eine Strafe. Aber nein, ich bin nur aus der Bierbrauergilde herausgeflogen, also ich darf kein Bier brauen, aber ich darf sehr wohl Bier kaufen oder trinken. Ah, ich verstehe. Ein Hintertürchen sozusagen. Naja, man muss ja irgendwie leben und man muss ja irgendwie auch gut leben. Es soll ja schon ein angenehmes Zwergenleben sein. Die anderen dürfen, wenn sie wollen, auch mal eine Gassenwissenprobe ablegen. Also jetzt vor allem diejenigen, die Boltax nicht begleitet haben, sondern weiter in der Sippenhöhle bleiben. Eldan, Iseron und Keras. Also ich würde da vor Ort zeichnen. Also ich würde mich in die Höhle stellen und anfangen zu zeichnen. Iseron kann mit ein bisschen Pause zwischendurch, ja, Savo wird sie sicherlich so ein bisschen begleiten, könnt ihr euch durch die verschiedenen Höhlen, es ist nicht wirklich eine Höhle, könnt ihr zumindest dann durchtasten und könnt dann auch sowas finden wie richtige Betten. Und zwar nicht aus Stein, sondern es handelt sich dabei wohl um verholzte Fruchtkörper, vielleicht verholzte Pilze. Die dann sowas wie ein bequemes Bett formen. Ja, schaut einmal hier. Von wegen, alle unsere Möbel sind nur aus Stein gemacht. Ja, vielleicht nicht ganz so groß wie für Menschen oder wie. Zum Glück haben wir Raphim nicht dabei. Aber da kann man sicherlich auch noch bequem drauf schlafen. Mal schauen. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass die vielleicht einkrachen könnten. Immerhin ist das Ganze jedoch schon mehrere hundert Jahre alt. Ja, ich glaube nicht, dass mehrere hundert Jahre für Zwerge. Die werden sicherlich irgendwann mal die Betten ersetzt haben, aber. Ja, schaut das doch einmal. Ich setze mich einfach mal dazu. Sind wir sicher, dass das die Originalbetten sind? Vielleicht sind die einfach so. Vielleicht ist das, was da drauf war, so heftig geschimmelt, dass es Pilze geworden sind. Nein, man kann das hier erkennen. Seht ihr das hier? Das sind Schnittstellen, also. Das war wohl mal ein ziemlich großer Pilz. Vielleicht, ich würde sagen, vielleicht 3 oder 4 Meter groß. Was? So große Pilze gibt es? Normalerweise nicht, aber sicherlich unterirdisch. Wie gesagt, ich bin kein Fungiologe. Ich kenne mich mit Pilzen genauso wenig aus. Dass man sie essen kann, ja, okay. Also die Lehrmeister in Punin interessieren sich sicherlich für Pflanzen, aber von Pilzen haben sie nie etwas gehalten. Ich glaube, das bosporanische Wort war Mykologe. Was möchtest du probieren oder schmeißen? Mein Rucksack auf eins der Betten, so mit richtig Schwung. Ja, kannst du tun. Gibt so ein bisschen nach, federnd. Wird wohl sicherlich diese Pilz- oder schwammartige Struktur sein. Ist tatsächlich irgendwie ja, verholzt schon, aber gibt trotzdem nach. Naja, also ganz so einsturzgefährdet scheint es nicht zu sein. Das wäre ja eine Möglichkeit. Da kann man bestimmt besser drauf schlafen als auf diesem fiesen kalten Stein.
Ja, Savo stützt mal mit seinem kleinen Messer sich so ein Stückchen von dem Bett ab und betrachtet das so ein bisschen an dem wenigen Licht von dem Magierstab. Ja, mit den angezogenen Füßen könnte man da sicherlich gut schlafen. Vielleicht sowas wie eine unterirdische Art der Boronsmütze oder ein Dukatenstempel. Oder die berüchtigte Xolgrema-Haube, aber da müsstet ihr Poltax fragen. Spielt doch, glaube ich, keine Rolle. Oh nein, wenn ich ihn frage, dann fängt er wieder an, 2 Stunden lang über Pilze zu labern. Ja, Pilze oder Armbrüste. Stört mich auch etwas. Habt ihr ihn gehört? Er hatte irgendwann angefangen, auf die Wände zu starren und dann zu summen. Irgendein Lied, was er da entdeckt hatte. Ach, das hätte uns gerade noch gefehlt, dass er uns auch noch irgendwas vorsingt. Jetzt hat Abel mir eben auch noch den Floh ins Ohr gesetzt, dass man die Pilze essen will. Also sicherlich kann man die gut essen, gehe ich ganz stark von aus, gerade wenn man sie dann kocht oder so, aber gibt mir schon ein bisschen was aus den Ohren raus. Ja, in der Themenwahl ist er nicht sehr variiert. Nun ja, solange wir irgendwann wieder rauskommen, ist euch etwas in der Zwischenzeit aufgefallen? Dass man, naja, was auf sein Geheimnis hindeutet. Mir nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Also zumindest keine angrammschen Ruhen. Zumindest gab es sie hier nicht. Nicht mehr als sonst. Zwischendurch hatte ich mal überlegt, dass es etwas mit diesen Steinen zu tun haben könnte. Mit dem Silber, meint ihr? Ja. Er war ja von irgendwelchen Steinen sehr fasziniert, aber nicht diesen mit Silber. Na, dazu kann ich nichts sagen. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie ein Pochen aus den Wänden zu kommen scheint. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine Halluzination ist, also eine akustische, aber... Pochen aus den Wänden? Da müssten wir vielleicht mal genauer hinhören. Wo ist denn das zu hören? Hier oder wo wir herkamen? Vor allem von der linken Seite, als wir am Bergwerk entlang gefahren sind, könnte auch das Rattern der Räder sein können, aber... Ich meine, es klang so, vielleicht wie ein Abbauen von Materialien, aber diese Bestollen sahen doch schon sehr tot aus. Zumindest hatte ich das Gefühl, dass hier keine Zwerge mehr leben. Ja, durchaus. Deswegen, ich wollte das nicht ansprechen. Nun, das ist aber eine wichtige Information. Kiaris, habt ihr etwas gesehen oder gehört? Nein, nicht wirklich. Nun, entweder... Kann natürlich wirklich sein, dass irgendwas anderes hier noch lebt, allerdings... Ich denke schon, dass all dies hier ein wenig beklemmend sein kann und die Situation an sich schon Streiche mit unserer Wahrnehmung spielen wird. Wir sollten es ist fast schon, als wenn man vielleicht eine Muschel an die Ohren hält, dass man anfängt, das mehr zu hören. Habt ihr recht, ein guter Vergleich. Ich glaube, wir sollten wieder zurückgehen. Eltern können wir nicht so lange alleine lassen, gerade wenn die anderen Feldsucher sind. Oh, ich bin mir sicher, er ist exakt an der Stelle verblieben, an der er etwas zu malen gefunden hat. Der Stelle, wo er sein will. Gut, dann kehren wir zurück und können den anderen dann von unseren Betten hier berichten. Was ich übrigens merkwürdig finde, ist, dass es hier kein einziges Spinnenweben gibt. Ich weiß nicht, ob es Spinnenweben unter Tage geben soll, aber eigentlich laufen die doch überall rum. Überall dort, wo es auch was zu essen gibt, nicht wahr? Und nun, ich habe auch keine anderen Insekten bis jetzt gesehen. Vielleicht hat das alles mit diesen merkwürdigen Kristallen zu tun. Vielleicht ist das einfach etwas Lebensfeindliches, das hier alles bedeckt hat und alle Lebewesen hier ausgerottet hat. Sprechen wir ihn drauf an. Gut. Ja, so kann sich die Gruppe wieder in der Haupthöhle bei Eldan Gorbas treffen. Nun, hat jemand noch was Ungewöhnliches gesehen? Oh, viele Pilze. Ich weiß, Boltax, ich war dabei. Ach so, ich wollte es für die anderen noch einmal illustrieren. Ich bin gerade erst in der 4. Generation, also ich könnte noch einige Stunden brauchen. Ja, für was? Oh, das sieht aber...
Ich male den Stammbaum ab. Ich habe mir überlegt, wie jeder einzelne von ihnen aussehen könnte. Ist das sehr faszinierend? Schön. Oh, das ist ein wunderbares Bild. Das gefällt mir sehr gut. Ist dies denn eine Information, die uns weiterhilft? Ihr habt nach Pilzen gesucht. Da habe ich gedacht, da mache ich mal was Nützliches. Verständlich. Aber okay, jetzt sollten wir wohl unsere Rast angehen. Ja, wer kann die Pilze denn zubereiten? Ich meine, ich kann gerne ein paar Rezepte erklären, aber ich bin nicht unbedingt ein profunder Koch. Aber mir, ihr habt doch sicherlich ein oder zwei Sachen von Frau Prutz gelernt. Nun, ich fürchte nicht. Sie hat die ganze Arbeit gemacht. Ich kann es nicht probieren, aber naja. Schlimmer kann es ja nicht werden, oder? Isaron, könnt ihr kochen? Ich? Nein, ich bin Offizierin. Sowas haben wir die Gemeinden machen lassen. Genau. Oh, wie sieht es denn mit Eltern aus? Könnt ihr das? Oder seid ihr zu sehr gefesselt von eurer Malerei? Kochen? Ach, tatsächlich. Ist das eine der wenigen Künste, die mir doch gar fremd blieb. Man verbrennt sich ständig die Hände. Es ist ein furchtbares Hobby. Furchtbar. Und die Gerüche. Oh, es zieht alles in die Kleidung. Naja. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie man das gerne tut. So angenehme Pilzgerüche, das ist schon sehr schön. Also wollt ihr kochen? Asabo stellt sich gerade vor diese große Tafel mit den Stammbäumen, deutet mal auf einen der verschiedenen Namen, blickt dann wieder rüber zu Eldan Gorbas und Boltax. Oh, seht ihr hier, Pilzzüchter-Wettmeister. Den Pokolosch-Pokal hat er gewonnen. Ja. Werde ich mit einem Pokal wehren. Oh. Vielleicht hat er hier irgendwo Rezepte versteckt. Oh. Er wird hier bestimmt auch gut kochen können, wenn er den Pokal gewonnen hat. Aber mir macht euch doch schon mal ans Kochen, dann kann ich weiter zeichnen. Ja, aber das würfel mal Gassenwissen. Um was zu tun? Um seine Vorräte zu suchen. Okay. Ich mach schon mal das Wasser heiß. Ja, du findest die goldene Xorlascher Knolle und die Auszeichnung vom Teruka Schildling in Titanium. In Titanium, ja, das würde ich mir mal mitnehmen, um es dann der Pilzzüchter-Gilde wieder zu überführen. Mhm. Ja, rot-goldene Amboss-Morchel hat er wohl auch. Oh, ein wahrer Kenner, ein Meister. In der Tat. Ah. Ja, ihr könnt euch auf alle Fälle an der Kochstelle mit der Zwergenkohle etwas heiß machen. Pfannen sind dann auch da. Alles in Zwergengröße natürlich, sodass es dann mehrere Pfannen werden, die ihr dann nach und nach auflegen könnt. Aber die Pilze, die ihr dann hier auf alle Fälle kocht, werden sicherlich gelingen. Und so könnt ihr dann mit vollen Bäuchen euch hinsetzen. Entweder hier in die Haupthalle oder aber ihr zieht euch dann direkt zurück in eine der Pilzhäuser, zumindest in diese merkwürdigen anderen Untergrotten mit den Betten. Wo kann man denn hier schlafen? Ja, wir haben so seltsame Pilzbetten gefunden. Ah. Die scheinen außerordentlich stabil zu sein. Natürlich. Haben gewisse Eigenschaften, dieses Material, aus dem sie bestehen. Es ist gewissermaßen das Material, aus dem auch Insektenpanzer bestehen. Wie heißt das denn noch? Aber mir helft mir mal auf die Sprünge. Chitinoid. Genau. Pilze haben dieses Material auch in sich und bieten eine sehr probate und gemütliche Schlafmöglichkeit an. Ich schaue auf unser Essen. Moment, wir essen gerade Insektenhaut? Nein. Ihr sagt doch, die Betten bestehen aus diesem Material. Kann ich das mal sehen? Müsste ein wenig schlang. Anders als Holz, das eher so matt glänzt. Zeig doch, wo ist das? Ja, komm mit. Ich verstehe stehen auf Fuß folgen. Ich kenne mich ja wahrscheinlich im zwergischen Stollensystem so weit aus, dass ich die Schlafräume auch ohne anderen finde. Ja, also wirst du sicherlich schon. Du hast natürlich eher oberirdisch geschlafen, weil du Geode dann so ein bisschen misstrauisch beäugt wirst von den anderen. Hast du natürlich dann deine eigenen kleinen
ja, Trolltürscher will ich nicht sagen, aber deinen eigenen kleinen Hain, kannst du dich natürlich hier auch zurechtfinden, natürlich. Ja, es müsste jetzt, also wenn das so ist wie bei meinen Eltern, in, ich glaube, da lang und dann da rein und dann müssen die Schlafsäle kommen. Ah, gut, stimmt. Aha. Und schon vorhin? kommt. Ja, wartet doch, nicht so eilig, nicht so, oh, immer dieser Stress. Oh. Also, wo sind die Betten? Diese dort? Ja. Ich würde mich mal so vorsichtig reinfallen lassen, reingleiten. Ja, es ist ein sehr merkwürdiges Gefühl, wenn du weißt, dass das Pilze sind, aber wesentlich besser als Stroh oder Heu. Ich würde das hin und her schaukeln und interessant. Und wieder also aus dem Bett rausbegeben und mal unter das Bett klettern und mir mal genau angucken. Schlafen wie auf einem Schwamm. Ja, woraus dieses Material genau besteht. Also mal mit Messer rumprokeln. Es sieht aus wie Holz, aber du kannst es schneiden wie ein Pilz. Seht ihr, aber mir, diese Poren, die hier überall verlaufen, diese kleinen, dünnen Röhren, daran erkennt man, dass der Pilz, aus dem es ursprünglich gemacht worden ist, wohl ein Röhrling gewesen sein muss. Wo wachsen denn diese Pilze? Nur im Berg, oder? Unter anderem. Wir hatten auch einige Röhrling-Varianten gesehen, als wir vorhin in der Pilzkammer waren. Ah, man könnte da auch viel draus machen aus diesem Material. Es ist leicht und weich. Ja, das ist richtig. Ist es auch widerstandsfähig? Nun, da würde ich persönlich eher zu anderen Pilzen tendieren. Aber in der Regel... Fantastisches Material, das noch keiner aufgekommen ist. Naja, also Anteile daran sind auch in der Zwergenkohle mit drin. Von welchem Pilz genau, weiß ich nicht. Ich bin kein Zwergenköhler und das hat mich auch nie so befasst. Aber mein Onkel zweiten Grades, der hatte einen Sohn, der diesen Weg eingeschlagen ist und er stellt recht gute Zwergenkohle her. Doch, doch. Ja. Aber dieses Bett. Da könnte man was draus machen. Ihr müsst mir unbedingt einmal bei Gelegenheit erzählen, was es noch für Pilze gibt. Oh ja, sehr gerne. Doch bin ich nie gekommen, dass man Pilze so benutzen könnte. Oh, wir könnten uns gerne einmal, wenn wir Zeit genug haben, umsetzen, an einem lauschigen Abend vielleicht oder ein intensives Gespräch über Pilze führen. Man kann eigentlich alles aus Pilzen machen. Pilze sind so wunderbar vielseitig. Man kann Brot aus ihnen machen. Ich sage nur Saccharomyces cerevisiae. Ich dachte mir an konstruktive Themen. Also was, wenn man diese Pilze irgendwo verbaut als Verbund mit Leder oder Stahl. Ja, Waffen kann man auch aus Pilzen machen. Laternen. Es gibt so viele Möglichkeiten und Anwendungsgebiete. Ich glaube, das wird jetzt den Rahmen sprengen, sich darüber zu unterhalten. Aber das müssen wir unbedingt vorführen einmal. Auf jeden Fall. Ich rede sehr gerne über Pilze. Während Abelmir und Boltax drüben in der Wohnkaverne sind, können Asavo, Iserun, Kieras und Jarlan sich dort noch einmal zusammensetzen. Wir würden gerne etwas mit euch besprechen, und zwar bevor Boltax und Abelmir gleich wiederkommen. Und zwar darüber, was Boltax vor uns geheim hält. Boltax, das von uns geheim hält? Ja, er lenkt ab, merkt ihr das nicht? Nun, ja, natürlich lenkt er ab. Er ist zerstreut. Aber das war ja schon immer. Nein, das ist mehr als nur Zerstreutheit. Nun gut. Dann lasst er. Er weiß definitiv, was mit den zwergischen Leichnamen dort draußen vor sich gegangen ist. Wir haben zwar schon einige Puzzle, aber wir können sie noch nicht ganz zusammensetzen. Da fehlt das letzte Glied in der Kette. Und das besitzt Boltax. Und warum genau denkt ihr, dass er etwas für uns geheim hält?